Herzlich willkommen hier zurück bei Apoplay Black. ja, hier bin ich wieder. Ohne Scheiß, ich nehme das Video schon zum 10. fucking Mal auf. Ich bin gerade so ausgerastet. Ich habe diese Cam genommen, Junge, und... Blech. Weißt du, wie scheiße das war, Mann? Guck mal. Ich nehme auf, ne? Ich habe schon gestern aufgenommen. Ich nehme auf, ne? Und dann bin ich fertig. Video ist perfekt, weißt du? Ich habe jedes fucking Thema behandelt, das ich behandeln wollte. Alles, Blech, habe ich gemacht. Und dann, was kommt dann? Ich höre mir das an, schau mir das Video an, ne? Ich schau mir das scheiß Video an. Oh, Blech. Also ich schaue es mir an, ne? Das habt ihr auch schon verstanden, dass ich es mir angeschaut habe. Und dann ist der Ton so, als wenn ich in der Toilette aufgenommen habe, Leute. Als wenn ich in der scheiß Toilette aufgenommen habe, ne? Könnt ihr euch das vorstellen? Ich hoffe, ihr könnt es euch vorstellen. Das war so scheiß schlimm, ne? Und warum? Weil ich mein stupid motherfucker Popschutz nicht drauf hatte. Ohne Witz. Dann habe ich das nochmal aufgenommen. Die Cam ist die ganze Zeit ausgegangen. Ich nehme zwei verschiedene Programme auf. Einmal für meine Stimme und das andere Programm ist noch halt für die Webcam. Ich nehme auf. Die Scheiße geht aus. Gerät konnte vielleicht nicht gefunden werden. Okay, dachte ich mir, ja, ist kein Problem, starte ich einfach nochmal. Während ich aufnehme, ne? Ich starte nochmal, meinte ich so, ja Leute, gleich seht ihr mich wieder, gleich, ja, könnt ihr euch wieder freuen. Und was ist das für eine Huhn? Ja, die läuft nach 10 Minuten, geht die Scheiße wieder aus. Ohne Scheiße, ich war so am Verzweifeln. Und gerade eben, das ist schon heute die zweite Aufnahme, gerade eben war ich auch schon bei der Hälfte. Ich mache heute ein FAQ, nur so zu nebenbei. Aber erst will ich mich ein bisschen aufregen. Ich mach Video, ist schon zur Hälfte fertig, dachte ich mir so, ja, heute läuft das gut, weil ich muss doch so viel lernen und so viel machen. Und dann mache ich einfach morgens ein Video und alles ist perfekt heute. Blät, und was ist? Was ist? Die scheiß Kamera geht wieder aus. Ich ohne Scheiß. Die steht so, ne? Und ihr könnt es euch ungefähr so vorstellen. So war das, so mit Soundeffekt auch noch. Also, ohne Scheiß. Jetzt bin ich wieder okay. Puh, so, die innere Ruhe ist wieder heimgekehrt. Okay. Jetzt habe ich trockenen Mund, ich habe meine Flasche, vielleicht ist da hinten Scheiß drauf. Egal. Das Gameplay im Hintergrund, wie immer mit einer K1, kennt man ja. Ja, ne? Nö. Ich hab übrigens zwei Gameplays hintereinander so rangehängt, weil ich eine Menge zu erzählen habe und ich quatsch jetzt schon ja 4 Minuten, das ist ja schon heftig. Egal, so zu FAQ, alles klar, mir wurden Fragen gestellt, ach ja, sorry. Ich war 3 Wochen übrigens nicht da, das habt ihr ja sicherlich nicht gemerkt, weil keine Sau sich für mich interessiert. Ja, okay. nee, Quatsch. Also ich war 3 Wochen nicht da. Ich war ja diese eine Woche in... am Arsch der Welt, irgendwo in Bayern. Fragt mich nicht, Leute, fragt mich nicht. Von der Ausbildung her, und ich schwör's euch, ich war unter Behinderten. Ja? Die Leute waren da so komisch. Ohne Scheiß, so komisch. Ich bin nicht drauf klargekommen, aber da gab's auch, sehr tolle Personen. Aber sonst war es für den Arsch. Wisst ihr warum? Ich wollte ja eigentlich ein Video aufnehmen. Ich habe mein Equipment alles... Oh Gott, das war das erste Mal, dass ich Equipment richtig ausgesprochen habe. Das ist richtiger Erfolg für einen Russen. Okay. hatte alles mit. Laptop war am Start, Cam war am Start, alles war am Start. Action Cam sogar, weil ich dachte, irgendwo kann ich so richtig so Parkour machen. Nee. Die haben mir einen fetten Strich durch die Rechnung gezogen. Wisst ihr womit? Wisst ihr womit? Erstens, ich hatte einfach kein Internet in den scheiß Bergen, Leute. Ich hatte kein Internet. Könnt ihr das euch vorstellen? Ich habe nicht mal WLAN bekommen, Blech. Nicht mal WLAN. Sogar der Bruder von nebenan gibt WLAN. Ey, Bruder, mach mal Hotspot. Ihr kennt das ja. Aber ich habe nicht mal WLAN bekommen.
Ich dachte so, nein, gleich. Jetzt ist mein Leben am Arsch. Für eine Woche kein Internet in Scheißbergen. Alles ist am Arsch. Aber es hat sich noch zum Guten gewendet. Ich bin nicht draufgegangen. Ach ja, der zweite Strich durch die Rechnung war übrigens das Licht. Nikuja, ich laber. Scheiße, ich muss das irgendwie gleich richtig schnell machen. Das ist einfach cool, weil ich laber euch schon dicht. Die Runde ist schon vorbei. Woche. Blöd, das ist ja nur die erste Hälfte. Ja, dann ist ja gut. ja. Auf jeden Fall das Licht. Ich war ja auf dem Lehrgang. Und immer wenn wir halt fertig waren, war das schon scheiß dunkel. Also, ich konnte nichts draußen aufnehmen, weil es einfach scheiß dunkel war, Leute. Es war scheiß dunkel. Ich hatte einen Projektor. Projektor? Project? Blech. Scheiß drauf. Ich hätte mehr Licht gebrauchen können. Projektor, glaube ich. Scheiße, mein Hund ist gefurzt. Bleib, ohne Scheiß. Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ihr es nicht riechen könnt. Oh, aber meine Nase ist noch zur Hälfte zu, also ist es ganz okay. Oh Gott, das ist so eklig gerade. Oh, ich glaub's gar nicht. Egal, jetzt fange ich ganz ruhig, ganz gechillt mit meinem FAQ an. So Double Time mäßig, nein, ich mach das nicht. Ich rede schon ganz gechillt, so ganz gechillt. Wir machen jetzt ein FAQ. Nein, das geht gar nicht klar. Ich muss ein bisschen aufgedrehter sein, weil sonst funktioniert die ganze Scheiße nicht mit uns beiden. Du weißt, dass zwischen uns was ganz Besonderes, also... Auch wenn ich dich manchmal schlage, es tut mir leid. Blech. So weit kommt es schon. Ich rede mit meiner Scheiß-Cam, Mann. Echt super, Blech. Ich sollte stolz auf mich sein. Ich hab was erreicht. Ich rede mit meiner Cam. Egal, Leute. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen aufgedreht. Aber das ist ganz normal beim Apu. Egal, Blech. Wir fangen jetzt mit den Fragen an. So, JXJIL. Dennis. Mein lieber Dennis. Du weißt ganz genau, dass ich deinen Namen nicht aussprechen kann, Blatt. Also, ich verzeih dir. Okay, was hältst du von der Entdeckung des 9. Planeten? Das ist eine interessante Sache, Dennis, aber ganz ehrlich, juckt mich nicht. Solange es sich nicht auf meine KD-Quote in COD auswirkt, juckt es mich echt nicht. Also, geh beiseite, du Schlamm. Nein. Ist interessant, ich bin jetzt nicht so Astronomie fanatisch begabt. Nein, die Wortkette hat keinen Sinn ergeben. Aber ich bin jetzt nicht Astronomie besessen oder interessiert ein bisschen, aber nicht so, dass ich voll auf solche Sachen abfahre und mich dafür so richtig heftig interessiere. Aber das ist schon interessant. Zu der nächsten Frage. Achso, ich lese euch die Frage vor, wie ihr das gerade gemerkt habt, und dann beantworte ich sie euch. So, was ist der Sinn des Lebens? Ich glaube, jeder hat da seine eigene Meinung dazu, muss ja auch so sein. Jeder schätzt Dinge verschieden und findet sie verschieden wichtig, deswegen, bei mir läuft momentan alles super, also Schule ist okay, läuft alles, YouTube macht mir gerade extrem viel Bock, Junge, weil wir schon 200 sind, Leute. Wir sind schon 200. Wir sind schon so eine kleine Armee, wisst ihr? Und es ist eigentlich alles richtig geil gerade. So, und der Sinn des Lebens ist bei mir noch nicht angekommen. Wahrscheinlich streikt die Bahn wieder. Ohne Scheiß. Also, irgendwann kommt es und dann erkläre ich, beziehungsweise beantworte ich dir die Frage voll und ganz, so in 5, 10... Ja, aber momentan habe ich noch keinen Sinn des Lebens, also momentan schwimme ich einfach so durch, weißt? So, die Nutella oder das Nutella? Ernsthaft, Dennis, du stellst meine Deutschkünste, die Deutschkünste eines Russen aufs Spiel, ja, tust du das? Ich glaube, das Nutella, oder? Also, die Nutella hört sich ein bisschen... No. Nicht so gut an. Ich glaube, das Nutella. Lege ich da richtig? Falsch? Hau mal raus. So, ist Rap Game jetzt erstmal aufs Eis gelegt? Ja, nein. Das ist auch so eine tricky Sache. Und zwar, du weißt,
Vor allem du. Du weißt, dass mir sehr viel einfällt, was Reime und sowas angeht. Und dass ich in dieser Hinsicht kreativ bin. Aber mir fehlt momentan so das Thema, weißt du? Also, schmeißt mir mal ein Thema einfach so in die Kommentare, über das ihr ein Rap-Game hören möchtet. Oder ein Spiel, könnt ihr auch reinknallen, weil momentan fehlt mir so der... halt das Thema, wie gesagt, ihr könnt ein Spiel schreiben, was ich, über das ich Rap-Game machen soll, oder ein Thema, aber bitte nichts politisch, in die politische Richtung, weil ich keinen Bock drauf habe. Aber schmeißt einfach irgendwas rein und ich mach da einfach irgendwas draus. So, wie wäre es mit einem Fan-TS-Server? Also ein TS-Server wäre eigentlich richtig nice, weil ich mich voll gerne mit meinen Zuschauern in, also unterhalte und in Verbindung in Verbindung bleibe, auch wenn das nicht viele machen, so was kommentartechnisch angeht, was ich sehr schade finde, weil ich mehr mit euch Kontakt haben möchte. Ich schreie förmlich danach, aber ein Fan-TS-Server ist noch viel zu früh, finde ich, auch wenn wir schon fucking 200 sind, also ich finde das immer noch krass. Ja, okay, für mich ist es krass, für andere ist es krass, wenn sie am Tag so viel bekommen. Aber ohne Scheiß, Leute, auch wenn ich nur 100 hätte, ihr seid trotzdem die Besten, also scheiß drauf. So, kommen wir zu Scorecrow. Scorecrow, mein Freund. So, Frage 1. Hast du dir schon mal auf Katja Krasavich einen gescheppert? Warum nicht? Würdest du es nochmal tun? Really, Nigga? Du fragst mich ernsthaft, ob ich auf Katja einen gescheppert habe? nein. Also, und warum nicht, erzähle ich dir. Und zwar, ich weiß nicht, ich finde, das Ganze sieht ein bisschen zu unecht aus. Ja, okay, so spitze Nippel hat sie wahrscheinlich nicht, aber das sieht ein bisschen zu unecht aus und darauf stehe ich voll nicht. Oh. Und ja, ich hoffe, damit ist meine Frage beantwortet. Hast du es etwa getan? Gib's zu, ich kenne dich doch. So, wie bist du eigentlich auf deinen Namen gekommen? Diese Frage wird ein paar Mal öfters gestellt heute. Aber ich erzähle euch die mal. Also ich beantworte sie. Und zwar, wir schreiben das Jahr 19... Nee, ist viel zu weit zurückgegriffen. 2006, 7. Der kleine Apo, noch so ganz klein, sitzt am PC von seinem Bruder und zockt Counter-Strike. 1.6 war das. Die meisten von euch... Okay, ich habe eigentlich... die Leute, die mich schauen, sind eigentlich nicht so jung. Auf jeden Fall, ich war am Zocken und da habe ich so einen Ami kennengelernt. Der konnte Apostel nicht aussprechen. Ich hieß Apostel. Und er hat einfach gesagt, Apo. Weißt du? Apostel. A-P-O-S-T-O-L. Ne? Verständlich. Und so kam ich eigentlich zu meinem Namen. Da habe ich einfach nur so Play reingeklatscht und fertig. Also nicht jetzt irgendwie denken, dass ich die von diesem Apo Red irgendwie den Namen geklaut habe, weil als ich mit dem Namen rum im Netz unterwegs war, da gab's den noch gar nicht. Also den Apo Red. Er heißt eigentlich nur Red, also das wissen auch viele nicht, obwohl er das jedes Mal sagt, naja. So, warum sagst du in jedem Video, dass deine Haare scheiße aussehen? Naja, also meistens habe ich keinen Bock, sie vor dem Video zu machen und deswegen, damit die Leute schon Bescheid wissen, ah, seine Haare sehen heute nicht so toll aus, aber das brauche ich ja nicht in die Kommentare schreiben, weil er es ja schon gesagt hat. Deswegen, weißt du, das ist so ein kleiner Trick, so psychologische, so Umkehrung, so Durchkehrung und sowas. Nein. Ist einfach so. Wenn sie gut aussehen, so wie heute, es geht eigentlich, dann sage ich nicht, dass sie scheiße aussehen. Sag nichts Falsches, Bitches. Nee, so. Was soll deine Meinung nach gute Videos haben? Reicht es, wenn man Titten draufklatscht und 2 Minuten irgendeine Scheiße labert, so wie Katja? Oder muss es einen Sinn dahinter geben? Naja, also, ich sag mal so, Katja, die macht das ganz gut. Also vom Content her ist es top, was sie macht. Und ich sag euch warum, weil sich die Leute den Scheiß geben. Weil hunderttausende Leute, notgeile Leute sitzen einfach vor ihren Videos und schauen, wie sie da alles so schwingen lässt. Nee, doch, irgendwie schon. Also, was sie angeht, in ihrem Fall reicht es, weil sie damit anscheinend Erfolg hat.
Und deswegen kann man da halt nichts falsch machen, beziehungsweise sie macht nichts falsch damit. Und zum Beispiel bei mir würde es nicht reichen, einfach Titten zu zeigen, weil erstens mein Bart würde das ein bisschen versauen, aber ich weiß ja nicht, worauf die so steht. Und zweitens beim Gaming, obwohl es gibt ja diese Twitch-Bitches, die zeigen auch mega Ausschnitt und Klickzahlen bis zum geht nicht mehr, weil wegen den Ausschnitt. Also Brüste machen schon die Welt einfacher, vor allem in YouTube. Aber bei mir zum Beispiel müsste es einen Sinn geben, so wie, okay, ich laber viel sinnlose Scheiße, aber ne, ihr wisst schon, also bei Katja reicht es, bei mir würde es nicht reichen. So, fünfte Frage, was motiviert dich auf YouTube, was nicht? Mich motivieren die Leute, also ihr. Wenn ich sehe, dass meine Videos geschaut werden, das motiviert mich unnormal sehr. Oder wenn ich Kommentare lese, ohne Scheiß Leute, ich könnte durchdrehen. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich über eure Kommentare freue. Das kommt zwar nicht so rüber in den Kommentaren, wenn ich antworte, aber ich freue mich wirklich wie so ein kleines Kind. Also das ist was ganz Cooles. Okay, Kommentare, wie gesagt. Und halt Feedback von euch, das motiviert mich unnormal heftig. So, kommen wir zu Belisarius. Hört sich an wie so ein Dinosaurier. Nix gegen dich. So, Belisarius. Aber hört sich doch echt an wie ein Dinosaurier. So, wie kamst du zu deinem Namen? Habe ich schon beantwortet. Apostel, Apo, ne? Apo, APO, ne? So, wie viele Abonnenten sind dein Ziel? Lieber Belisarius. Mein Ziel ist, also ich stelle mir jedes Jahr ein Ziel. Zum Beispiel letztes Jahr war es 200 Abonnenten. Da gab es halt eine Woche Verspätung, aber immerhin, ne? Ich find's immer noch heftig. dieses Jahr wäre 300 geil. Aber mal gucken, ob wir auf die 300 kommen. Also das liegt auch teilweise an euch, weil ihr mich so heftig unterstützt und ohne Scheiß, also 300 wäre richtig fresh, aber so allgemein habe ich kein Ziel. Also mir würden auch nur 200 reichen, wenn ich mit diesen 200 auch so in Kontakt bin, weißt du? Also wenn ich einfach so mit denen halt kommunizieren kann. Und ja, danke an die Frage, Belisarius. Das ist ganz gut. So, Khan fragt, wie kamst du auf deinen YouTube-Namen? Apo, Apostel. Ami, nix aussprechen können. Das war kein Tracker. Das war mein Hund. So, Apo, ne? Und dann einfach nur Player rangegangen. Aber das habe ich ausführlich in anderen Dings erklärt. So, auf welche Spiele, die 2016 erscheinen, freust du dich schon? Auf Far Cry, das neue Primal heißt es, glaube ich. Und Horizon Rise. Oh, nee, nicht Horizon Rise. Dieses Dino Sachen Spiel. Scheiße, das Video ist schon vorbei. Das Gameplay, fuck, ich muss mich beeilen. Also Far Cry. Arty Animation fragt, die Frage ist doch, hättest du YouTube gemacht, wenn es kein Abo, Klickzahlen, Like, Dislike-Funktion geben würde? Nein, würde ich nicht. Warum? Weil die Motivation wäre nicht da und deswegen würde ich das nicht tun. Weil ich weiß, würde nicht wissen, ob das jemand anschaut, ob es jemandem gefällt und da ich mich mit euch in Kontakt setzen möchte und nee, also mich würde es nicht motivieren, ich glaube dich auch nicht, weil, okay, ich ziehe ein bisschen über das Video hinaus, aber scheißegal, weil, ich weiß nicht, würdest du das machen, wenn du nicht wissen würdest, ob die Leute das gut finden, was du machst, oder du halt gar keinen Kontakt mit denen hättest, also ich hätte keinen Bock drauf. Weil ich mache das für euch, um meine Motivation da aus euch zu ziehen, verstehst du? Also quasi dadurch, dass ich sehe, dass meine Leute die Videos schauen, bin ich motiviert, weiter Videos zu machen. Hätte ich das nicht gesehen, dann würde ich das für sinnlos empfinden, weil ich mache das ja auch für mich. Aber das verbindet sich sozusagen. Also das, was ich für euch mache, mache ich auch für mich. Aber ist halt, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich hoffe, du verstehst mich und was ich dir sagen möchte. So, die Pixelarmee fragt die Pixelarmee. So, siehst du dein Hobby YouTube als Arbeit? Naja, als Arbeit nicht wirklich. Obwohl da sehr viel Arbeit dahinter steckt. Im Grunde genommen ist es auch Arbeit. Ich meine, in jedem Hobby steckt Arbeit. Ob das jetzt nur Fußball ist,
weil du da sehr viel Zeit und Schweiß alles reinsteckst, ist auf irgendeine Art und Weise doch trotzdem Arbeit. Deswegen sehe ich auch YouTube als Arbeit, weil, also teilweise. Für mich ist es Hobby, aber wenn man von der Seite schaut, ist es als Arbeit, weil ich viel Zeit darin investiere. Okay, die letzten 3 Wochen nicht, aber sonst in meine Videos Zeit investiere und im Grunde genommen ist es auch Arbeit auf irgendeine Art und Weise. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Also, aus deiner Sicht ist es wahrscheinlich auch nur ein Hobby. Aber wenn das die anderen schauen, halt denken sie auch, dass es Arbeit ist, weißt du? Das kommt halt auf die Sichtweise an. Ja gut, das war's jetzt auch. Ja, das war's. Vielen Dank, Leute, für diese ganzen Fragen. Ich bin schon über das Video eigentlich hinausgestoßen, aber egal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare, welches Thema ich als nächstes bearbeiten soll. Oder ich suche mir einfach irgendeins aus. Werde ich dann sowieso machen, weil ihr wahrscheinlich wieder keinen Bock habt, mir irgendwas in die Kommentare zu tippen. Aber hey, ich liebe euch trotzdem. Vielen Dank, dass ihr wieder mal dabei wart. Hier war der Apo. Ach ja, ich mach noch ein paar Sachen rein, die ich so nebenbei gefilmt habe. Haut rein, schaltet. Ich konnte mich gerade nicht entscheiden, welche Arme ich nehmen soll. Haut rein, schaltet ein. Hier war der Apo. Ciao.